Ich bin Korrespondent der ARD für das SWR-Funk in Berlin und habe bei der Gelegenheit 1,5 Jahre lang den NSU-Untersuchungsausschuss des Deutschen Bundestages journalistisch begleitet, habe einen Großteil der Sitzungen selber erlebt, die Pressekonferenzen, die Hintergründe der Politiker. Ich möchte Ihnen erstmal so ein bisschen schildern und berichten, wie es dazu kam, welche Forderungen am Schluss gestellt worden sind, wie der Stand der Dinge der Umsetzung dieser Forderungen sind. Thomas de Maizière, der Innenminister, hat ja erst in dieser Woche gesagt, anlässlich des dritten Jahrestages der Aufdeckung der NSU-Mordserie, dass alle 47 Forderungen des Deutschen Bundestages tatsächlich umgesetzt werden sollen. Da gebe ich Ihnen mal so ein bisschen State of the Art, wie viel davon ist umgesetzt, wie viel ist da vorne im Schrank und wie viel, bei wie vielen Punkten müssen wir da noch ein Fragezeichen setzen. Das ist das, was ich Ihnen als sozusagen im Kurzreferat oder als Basisreferat auf den Weg geben will. Im Anschluss können wir noch kurze Verständnisfragen hier erläutern. Eine ausufernde Diskussion, so habe ich das verstanden, soll es hier auf diesem Podium oder zu diesem Zeitpunkt noch nicht geben. Dafür ist nachher Platz in den Arbeitsplätzen. Das ist nach dem Bekanntwerden der rechtsextremistischen Terrorserie im November 2011 durch den NSU, den Nationalsozialistischen Untergrund, einen parlamentarischen Untersuchungsausschuss im Deutschen Bundestag geben würde. Das war zunächst überhaupt nicht klar. Denn insbesondere die beiden großen Fraktionen, also die SPD und die Union, damals zwar noch nicht großkoalitionär miteinander verbunden, sie hatten kein besonderes Interesse daran. Im Hintergrund, in den letzten 15 Jahren waren sämtliche Bundes- und sämtliche Landesinnenminister, also diejenigen, die für die Polizei und letztlich auch für die Geheimdienste, zumindest für den Inlandsgeheimdienst, den Verfassungsschutz zuständig sind, alles Politiker von SPD und Union. Dennoch, der Druck war so gewaltig, das Erschrecken über die Taten so groß, dass gehandelt werden musste. Nach einigen Hin und Her wurde dieser Untersuchungsausschuss geschlossen, mit Zustimmung aller Parteien, und installiert unter dem Vorsitz des Sozialdemokraten Sebastian Edati nahm er seine Arbeit auf und arbeitete sich durch 12.000 Akten in 350 Stunden, Beratungssitzungen mit 95 Zeugen wurde gesprochen. Es gab 389 Beweisanträge, die von allen Fraktionen gemeinsam gestellt wurden. Dieses gemeinsam sollte hier nochmal betont werden. Auch die Linksfraktion, was nicht selbstverständlich ist, im Deutschen Bundestag war voll integriert von Anfang an. Und die Atmosphäre in diesem Untersuchungsausschuss ist öfter journalistisch beschrieben worden. Und ich kann es nur unterstützen, war eine kollegiale. Die dort aktiven Mitglieder, insbesondere die Obleute, waren sich persönlich alle sehr zugetan. Der Ton war sehr kollegial, die grüßten sich untereinander, egal ob CDU, CSU oder Linksfraktion. Eine sehr besondere Veranstaltung also. Und das führte auch dazu, man hatte auch ein bisschen Angst, dass die Arbeit des NSU-Untersuchungsausschusses am Ende so ein bisschen in den sich abzeichnenden Bundestagswahlkampf hineinschwappen könnte. Das ist aber nicht passiert. Man hatte sich das quasi vorher geschworen, wir wollen das nicht zu einer parteipolitischen Auseinandersetzung machen. Und das ist meines Erachtens auch bis auf wenige Ausnahmen eigentlich auch nicht passiert. Also der Versuchung ist schon widerstanden worden, wenn auch bis auf die Union alle Fraktionen sich das Recht genommen haben, am Ende nochmal ein Fraktionssondervotum abzugeben. Eigentlich eine eigene Bewertung über den gemeinsamen Abschlussbericht hinaus, der irgendwie 1300 Seiten umfasste und die 47 Forderungen, die ich gleich nicht alle referieren werde, nur mal kurz einen kurzen Überblick geben will. Ja, einig waren sich die Fraktionen im Vorgehen gegenüber den Behörden. Es gab verschleppte Aktenlieferungen, geschredderte Unterlagen, unverschämte Belehrungen durch Politiker, durch Behördenleiter, unfassbar uneinsichtige Verfassungsschützer, Staatsanwälte, Polizisten. Den Mitgliedern des Ausschusses schwoll so manchmal der Kamm, insbesondere dann, wenn über unglaubliche Ermittlungsdetails Kenntnis genommen wurde. Der berühmte getarnte Polizist als Dönerverkäufer in Nürnberg sei hier nur genannt, oder der Einsatz von Hellsehern, um Polizeiarbeit zu betreiben. Immerhin, 5 Verfassungsschutzchefs mussten gehen, darunter auch Heinz Fromm, der Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz, der sich hintergangen fühlte von der sogenannten Konfetti-Aktion. Das war wenige Tage nach dem Aufliegen der Terrorzelle. Gab es eine große Vernichtungsorgie, über 300 Akten wurden vernichtet im Bundesamt für Verfassungsschutz. Ein Skandal. Fromm trat zurück. Immer noch in Amt und Würden ist allerdings der Koordinator der Geheimdienste des Kanzleramts, Klaus-Dieter Fritsche.
Der war mal Vizepräsident des Verfassungsschutzes und dann Staatssekretär im Bundesinnenministerium zu der Zeit, als der NSU-Untersuchungsausschuss tagte. Er hatte dort einen nahezu skandalösen Auftritt. Er sagte, dieser parlamentarische Untersuchungsausschuss sei ein Sicherheitsrisiko, weil die gesamte Dokumente veröffentlicht wurden und die Arbeit der Geheimdienste dem Spottpreis gegeben wurde. Ein Zitat: Es dürfen keine Staatsgeheimnisse bekannt werden, die ein Regierungshandeln unterminieren. Fragt sich da, wer wen kontrolliert hat? Die Parlamentarier, das Parlament, die Regierung oder andersrum? Allerdings, und das noch als finanzierender Schlusssatz zur Arbeit des Untersuchungsausschusses, es gab viele, vor allem Polizisten, auch Verfassungsschützer, V-Leuteführer, die sehr ehrlich, betroffen und schuldbewusst gelehrt haben oder geantwortet haben. Und die Bilanz, möchte ich sagen, ist eine gemischte gewesen, was die Aufführung sozusagen dieser Repräsentanten des deutschen Staates angeht. Lauter. Gut. Ich muss mich ja so vorbeugen. Das kriege ich gar nicht. So. Okay. Danke. Forderung. 47 Forderungen, 1300 Seiten, Abschlussbericht. Ich habe davon gesprochen und es gab die Extra-Voten der Fraktionen. Die möchte ich jetzt im Einzelnen nicht referieren, sondern im Kurzen, was sind die Hauptpunkte? Mehr Augenmerk auf Rassismus im Alltag, auf Gewaltverbrechen. Rassistische Hintergründe sollen nicht mehr ausgeschlossen werden, wenn es darum geht, Gewaltakte aufzuklären seitens der Polizei und auch des Verfassungsschutzes. Stichwort Fehlerkultur der Polizei, Fehlerversäumnisse, Fehleinschätzungen der Sicherheitsbehörden. Sie müssen auch Lehrstoff werden bei der Ausbildung von Polizisten. Selbstkritisches Denken soll gefördert werden, die Fehlerkultur bei der Polizei soll sozusagen so aufgenommen werden. Es soll sogar eine unabhängige Beschwerdestelle für Polizei und Fehlverhalten eingerichtet werden. Das war allerdings eine Forderung, die nur von SPD, Grünen und Linken unterstützt wurde. Es soll mehr Geld geben für Antirassismusprojekte und das war da zwar noch nie Bestandteil, aber implizit schon in einem Teil der Diskussion, diese seltsame Extremismusklausel endlich wieder außer Kraft treten. Das ist mittlerweile wohl auch passiert, nämlich dass man unterscheiden musste, dass man auch ein anständiger Demokrat ist, wenn man gegen Nazis Bildungsarbeit macht. Das war damals noch Stand der Dinge. Die Vernetzung der Behörden als eine Konsequenz sollte vorangetrieben werden. Die föderal zersplitterte Struktur schien eines der Wesensgründe zu sein, warum die Zusammenarbeit von Verfassungsschutzämtern, von Polizeibehörden zwischen Land- und Bundesebene nicht funktioniert hat, auch der Staatsanwaltschaften übrigens. Also mehr Vernetzung, mehr Datenaustausch. Und ein Hinweis darauf, vielleicht nochmal als kleiner Hinweis daraus, wozu das führt, wenn Behörden nicht miteinander verhandeln und nicht sich gegenseitig unterrichten, ist dieses berühmten Videomitschnitte von der Kolbstraßengeschichte in Köln. Da gab es Videomitschnitte, da wusste die Polizei nicht, dass es die gab. Verfassungsschutz hatten sie sich angeschaut. Und das ist dann der Polizei dann auch irgendwann aufgefallen, weil die untersucht haben und überwacht haben, wer denn nun alle diese Videos guckt. Und da ist rausgekommen, es war ein Verfassungsschützer. Also da weiß die Linke eigentlich, was die Rechte macht. Und das schien eines der Hauptprobleme zu sein. Wir brauchen auch machtvollere Bundesanwälte. Der Generalbundesanwalt, so war die Überlegung, sollte in seiner Funktion gestärkt werden und damit natürlich gleichzeitig die Staatsanwälte, sag ich mal auf Landesebene oder Einzelstand, Staatsanwaltschaften gegebenenfalls entmachtet werden. Der Verfassungsschutz, das war also der neuralgische Punkt in der Gesamtbewertung aller Fraktionen, damals noch mit FDP, Union, SPD, Grüne und Linke, war natürlich kein Konsens möglich, der Minimalkonsens, der sagte, wir brauchen eine stärkere Kontrolle des Verfassungsschutzes, die Kontrollen durch die Parlamente sollen schlagkräftiger werden und, das war auch noch Konsens, wir brauchen dringend einen umfassenden Mentalitätswechsel im Inlandsgeheimdienst, weg von der Schlapphuthaltung und der Abschottung, ein neues Selbstverständnis der Offenheit. Es ist sehr bekannt, dass einige Fraktionen da deutlich weitergingen in ihren Forderungen. Da war von Neugründung die Rede, wie es die Grünen zum Teil gesagt haben. Teile der Grünen wollten auch die Abschaffung des Verfassungsschutzes. Das ist auch die Position der Linksfraktion. SPD, Union und FDP wollten in erster Linie reformieren. Und da stand im Mittelpunkt die V-Leute-Frage. Wie führt man V-Leute? Wie registriert man die? Wie
funktioniert die Kommunikation innerhalb der Verfassungsschutzämter zwischen Bundes- und Landesebene. Die türkische Gemeinde in einer Reaktion auf die 47 Folgen und die Opferanwälte haben gefordert, diesen Verfassungsschutz tatsächlich aufzulösen in dieser Form und das V-Leute-System, Vertrauensleute-System abzuschaffen. Der Berliner Politikprofessor Hajo Funke schätzt die Zahl der Vertrauensleute, die der Verfassungsschutz im Umfeld des nationalsozialistischen Untergrunds beschäftigt, auf rund 40. War der Staat also doch verstrickt in den rechten Terror? Zumindest hat das V-Leute-System zu einer Selbstblockade des Sicherheitssystems geführt. Dann hätte die Polizei richtigerweise nach einem fremdenfeindlichen Hintergrund gefahndet. Dann wären die V-Leute auch aufgeflogen und das durfte nicht sein. So die Analyse von Professor Hajo Funke auch unmittelbar nach Veröffentlichung der Förderungsliste. Wie sieht's aus mit den Reformen? Was ist angepackt worden? Was ist liegen geblieben? Relativ schnell reagiert hat Hans-Georg Maaßen, der Nachfolger von Herrn Fromm, als Chef des Bundesverfassungsschutzes. Er hat bereits Mitte 2013 eine Dienstanweisung herausgegeben, die dann endlich mal feststellen sollte, wer denn wann welche Akten wo vernichten darf. Nach der Schnipselorgie im Bundesamt für Verfassungsschutz und in einigen Landesverfassungsschutzämtern auch hat man ja Handlungsbedarf gesehen, aber jetzt gibt es eine anständige Dienstanweisung, damit auch jeder weiß, warum welche Beweisstücke wann vernichtet werden dürfen. Eine Konsequenz. Die von Bundes- und Landesverfassungsschutzämtern geführten Vertrauenspersonen werden jetzt zentral registriert, allerdings ohne, dass man die Klarnamen erfahren darf. Also Landesverfassungsschutzamt Baden-Württemberg kann sich informieren, haben die denn in Thüringen tatsächlich V-Leute in der Neonazi-Szene, erfahren aber nicht, wer das bin. Nun sein Dank, Datenschutz. Diese V-Leute sollen künftig nicht mehr schwere Straftäter sein dürfen, da gab es ja nun böse Erfahrungen. Beispielsweise, dass ein Straftäter aus Brandenburg, der nach, ich glaube, zu 7 oder 8 Jahren nach einem Totschlagsurteil, soweit ich weiß, sich beworben hatte beim Verfassungsschutz als V-Mann und das genommen wurde, jemand, der zu 7, 8 Jahren Haft verurteilt wurde, so, das soll es künftig halt nicht mehr geben. Eine Querdenkergruppe, wie der Name schon sagt, soll quer zu allen allzu naheliegenden Analysen und Erkenntnissen über Alternativen nachdenken können. Zum Beispiel, wenn der kurdische PKK von der zuständigen Fachabteilung keine kriminellen Aktionen in Deutschland zugetraut werden, lohnt sich vielleicht ein Blick über den Tellerrand hinaus. So hat das Maaßen damals begründet, hat jetzt weniger mit der NSU zu tun, aber das nur zur Arbeitsweise. Der damalige Bundesinnenminister Hans-Peter Friedrich von der CSU wollte schon zu diesem Zeitpunkt das Bundesamt für Verfassungsschutz stärken gegenüber den Ländern, konnte sich allerdings kaum durchsetzen, denn haben wir geschlossen Widerstand geleistet. Sie wollten sich da die Butter nicht vom Brot nehmen. Das Einzige, was er als sozusagen Formelkompromiss herausarbeiten konnte, war eine Zentralstellenfunktion des Verfassungsschutzes, des Bundesamtes für Verfassungsschutzes. Wie das in Realität aussieht, kann ich schwer beurteilen von außen aus, aber das ist halt aktuell die Beschlusslage. Ein neues Gesetz zum Bundesamt für Verfassungsschutz ist in Arbeit. Bundesinnenminister de Maizière hat angekündigt, dass es jetzt in wenigen Wochen auch vorliegen soll. Man sei sich mit den Ländern da einig. Der gleiche Minister Thomas de Maizière hat ja angekündigt, jetzt am 5. November war die Debatte zum 3. Jahrestag auf der Kung der NSU-Verbrechen, dass alle 47 Forderungen des Bundestagsuntersuchungsausschusses tatsächlich umgesetzt werden soll. Bei ihm war im Mittelpunkt, wie geht es denn erstmal weiter mit den Ermittlungen? Das war ja halt auch ein Wunderpunkt. Er sagte, das Bundeskriminalamt, die Bundesanwaltschaft, sie würden weiter unermüdlich und akribisch gegen potenzielle Täter ermitteln. Zahllose Spuren würden neu verfolgt, die Asservate nochmal durchgeschaut und unaufgeklärte Mordfälle nochmal vorgenommen, sagt er so. Was führt erfüllt auf? Was haben wir denn schon alles unternommen im Sinne des NSU-Abschlussberichtes? Wir haben ein gemeinsames Abwehrzentrum gegen Rechtsextremismus und Rechtsterrorismus in Köln, eine Neonazi-Datei. Und wir wollen die Zusammenarbeit im Verfassungsschutzverbund weiter verbessern. Das sei ja auch schon sozusagen grundsätzlich vereinbart gewesen und es werde auch geprüft, wie man politisch motivierte Kriminalität in Zukunft überhaupt definieren wolle. Prüfaufträge, davon sind noch einige, ist noch von einiges die Rede. Konkretes ist noch nicht so schrecklich viel in Arbeit. Ich habe es eben erwähnt, das Gesetz über die Arbeit des Bundesamtes für Verfassungsschutzes soll in wenigen Wochen fortgeführt werden. Ziel ist es, Beschreibung und Führung von V-Leuten
und die Informationsweitergabe neu zu regeln, Analysefähigkeit des ganzen Verfassungsschutzapparates zu verbessern und, wie gesagt, eben schon bei seinem Vorgänger die Zentralstellenfunktionen des Bundesamtes zu stärken. Es soll weniger Konkurrenzdenken und weniger Eifersüchteleien zwischen den einzelnen Ämtern geben. So ist das Ziel. Da müssen wir abwarten. In der Aus- und in der Fortbildung ist auch noch einiges im Schwange. Ich hatte darauf hingewiesen, dass Kritikfähigkeit gestärkt werden soll und auch die bösen Erfahrungen mit den NSU-Morden sollten auch Teil des Unterrichtsstoffs für künftige Polizisten werden. Einig ist man sich, ohne eine Quote festlegen zu wollen, dass man mehr Migranten bei der Polizei haben will und dass diese Schulungsmaßnahmen eben gestärkt werden sollen. Wie die genau jetzt schon umgesetzt sind, werden oder umgesetzt sind, zumindest für die Bundespolizei, scheint mir das noch im Gange zu sein. So erschließt sich das jedenfalls aus den Worten des Ministers. Ja, wir müssen unsere eigenen Mitarbeiter nachhaltig dazu ertüchtigen und ermutigen, Fehler und Zweifel an der Richtigkeit des bisher eingeschlagenen Weges auch anzusprechen. Man merkt, es ist auch in der Kultur innerhalb der Sicherheitsorgane noch einiges zu tun. Etwas konkreter ist die Sache bei seinem Kollegen Bundesjustizminister Heiko Maas. Er hat die beiden Dinge, die angemahnt wurden, sind von den Parlamentariern auf den Weg gebracht und sind kurz vor der Umsetzung. Da ist einmal ein Gesetzentwurf zur Umsetzung von Empfehlungen des NSU-Untersuchungsausschusses des Deutschen Bundestages vom Bundeskabinett kürzlich beschlossen worden. Darin heißt es unter anderem, der Gesetzentwurf sieht unter anderem vor, dass künftig rassistische, fremdenfeindliche oder sonstige menschenverachtende Tatmotive bei der konkreten Strafzumessung ausdrücklich berücksichtigt werden soll. Der Paragraph 46 Strafgesetzbuch soll entsprechend geändert werden. Die Bedeutung dieser Beweggründe für die gerichtliche Strafzumessung soll verdeutlicht und zugleich unterstrichen werden, dass bereits die Strafverfolgungsbehörden ihre Ermittlungen auch solche für die Bestimmung der Rechtsfolgen bedeutsame Motive zu erstrecken haben. Das sind nur in Deutsch, Entschuldigung. Der Generalbundesanwalt wird tatsächlich gestärkt in seiner Funktion. Er soll jetzt zentrale Ermittlungsorgane früher als bislang beteiligt werden, wenn bei einer Tat rassistische oder fremdenfeindliche Motive eine Rolle spielen und dies auf einen staatsfeindlichen Hintergrund hindeuten sollte. Bei besonderen bedeutenden Staatsschutzdelikten wie fremdenfeindlichen Taten soll der Generalbundesanwalt jetzt leichter Ermittlungen übernehmen können. Schließlich soll er künftig entscheiden, wenn die Staatsanwaltschaften zweier Bundesländer untereinander uneinig sind, wo die Ermittlungen zu führen sind. Das ist die Bilanz oder Tätigkeitsbilanz von Heiko Maas. Es war Gegenstand dieser schon mehrfach angesprochenen Bundestagsdebatte, was fehlt denn noch? Die Dinge, die jetzt, sage ich mal, im Bereich der Ministerien liegen, habe ich eben referiert, aber eine effizientere Kontrolle der Geheimdienste, etwa durch das parlamentarische Kontrollgremium und so, das hat immer noch der genauen Festlegung, wird zwar immer wieder betont, dass dies geschehen soll, man beispielsweise eigene Ermittler beschäftigt. Das geschieht jetzt in einem Spezialfall, als diese Corelli-CD aufgetaucht ist, die im Jahr 2005, glaube ich, war es, beim Bundesamt für Verfassungsschutz aufgepoppt ist und da schon der Name NSU erwähnt worden ist. Corelli ist ein V-Mann, der verstorben ist. Das wurde jetzt zum großen Ärger der PKGR-Mitglieder jetzt auch nochmal bekannt. Daraufhin beschloss man, einen Sonderermittler einzusetzen, nämlich Jerzy Montag, ehemaliger Bundestagsabgeordneter der Grünen, jetzt wieder Rechtsanwalt in München, der soll diese Hintergründe nochmal untersuchen. Das könnte vielleicht ein Nukleus sein für künftige Ermittlungsbeauftragte des parlamentarischen Kontrollgremiums im Verfassungsschutz und möglicherweise auch in der Polizei oder auch in den anderen Geheimdiensten, die wir ja auch noch haben, BND etc., MAD. Da muss man mal gucken, wie sich die Dinge entwickeln. Da ist aber im Grunde genommen Konsens innerhalb der Großen Koalition und auch mit den Oppositionsparteien, dass man da aktiv werden will und das auch in irgendeiner Weise mal gesetzlich oder zumindest in der Geschäftsordnung regeln will. Also dass das parlamentarische Kontrollgremium, dass das Parlament gegenüber den Geheimdiensten mehr Kontrollfunktionen wahrnehmen kann. Einige Bundesländer haben jetzt nachgezogen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen mit eigenen Reformen des Verfassungsschutzes, die sind wohl schon auf dem Weg, wie ich das richtig verstanden habe, oder ist jedes Bundesland natürlich auf seinem eigenen Weg. Es gibt weitere Untersuchungsausschüsse, das wissen Sie, neben, was hat man bisher, Sachsen, Bayern, Thüringen, kommt jetzt Nordrhein-Westfalen dazu, Hessen und möglicherweise, nicht ganz sicher jetzt, auch Baden-Württemberg, also es tut sich noch einiges in der
Analyse dessen, was geschehen ist, was schiefgelaufen ist in den Sicherheitsbehörden im deutschen Staat. Meine Bilanz, vieles ist noch offen. Der Verfassungsschutzgesetz, das muss noch geliefert werden. Da muss geliefert werden, wie werden künftig V-Leute geführt, werden die überhaupt noch eingestellt, was haben die für eine Funktion, wer kontrolliert die eigentlich. Die Behördenkultur muss weiter unter die Lupe genommen werden, was passiert bei der Ausbildung, was ist mit Fehlerkultur, mit Kritik, mit Querdenkern, das scheint mir noch alles noch nicht richtig auf dem Weg zu sein, was ist mit Kritikfähigkeit. War das alles Pleiten, Pech und Pannen? Sind wir auf dem rechten Auge blind? Das war die Frage, die sich immer wieder wie ein roter Faden durch die Untersuchungssitzung gezogen hat. Die Antwort war dann immer wieder, ja, wir waren auf dem rechten Auge blind, aber das entspricht ja nicht den Tatsachen. Man hat ja gesehen, was passiert ist, man hatte Beweise, man hat viele Dinge sehen können, aber das rechte Auge ist offenbar nicht mit der linken Gehirnhälfte immer verbunden gewesen, nur dass manches in der Wahrnehmung eben nicht sich setzen konnte. Daran muss gearbeitet werden, das ist im Grunde genommen auch Konsens, hinterher ist man immer schlauer. Die Frage ist, was passiert jetzt zukünftig noch? Brauchen wir nochmal ein Revival, eine Fortsetzung des NSU-Untersuchungsausschusses auf der Bundestagsebene. Das ist im Moment nicht aktuell, aber es ist eigentlich klar, ich habe es kürzlich noch gelesen, in einem Streitgespräch zwischen Herrn Willinger und Herrn Ströbele, weil das die Obleute, neben Ströbele war noch Stellvertreter, aber trotzdem nochmal da, kann es nicht lassen, und Willinger Obleute der CDU, dass man sich im Grunde einig ist, wir machen ein Revival oder eine Fortsetzung des NSU-Untersuchungsausschusses im Bundestag, nur dann, wenn neue Grundtatsachen da sind. Also wenn wirklich klar ist, dass es doch mehr waren als drei Täter. Ich denke, es ist letztlich abhängig ein bisschen von dem Münchner Verfahren. Wenn es da veritable neue Hinweise gibt oder neue Pannenserien in den Verfassungsschutzämtern oder bei den Polizeien bekannt werden, dann könnte es nochmal eine Fortsetzung geben. Soweit erstmal meine Ausführungen. Da frage ich erstmal, haben Sie erstmal hierzu Verständnisfragen? Angemeldet war von einem Mitglied von Pro-NRW, rechtspopulistisch, rechtsradikal, wie man das will, oder rechtsextremistisch, kann man wohl sagen, eine Partei, die da aktiv war. Insofern hätte man da hellhörig werden müssen. Und dass es Verbindungen gibt zwischen Hooligans und rechtsextremer Szene, war zum Beispiel hier in Baden-Württemberg bekannt. Der Innenminister Geil hat das auch erst, hat das auch nochmal gesagt im Nachgang zu diesen Kölner Ereignissen, dass es da Erkenntnisse gäbe, dass es dann auf kleinerem Level immer mal wieder gemetzte Prügeleien und so weiter gäbe und eben auch Verbindungen zwischen Hools und rechter Szene. Also es ist nicht so, dass sie nichts wussten. Es ist eigentlich ein gutes Indiz dafür, dass die Information, wenn es tatsächlich so ist, die beispielsweise in Baden-Württemberg geschöpft wurde, nicht weitergegeben wurde an dieses gemeinsame Zentrum oder eben wieder links, rechts liegen gelassen wurde. Mehr Fragen? Ich habe noch eine Frage zu dem Sonderermittler für die CD Corelli. Wissen Sie, was der für Befugnisse hat, mit wem der zusammenarbeitet? Nee, also er ist nur als Beschlusslage, das war vor 3-4 Wochen parlamentarische Kontrollsitzung, als diese Meldung kam mit der Corelli-CD, gab es großes Heckweg und Verfassungsschutz schickte seine Leute dahin, um die Journalisten nochmal zu beruhigen und so weiter. Es war erstmal große Unbehagen und schnell der Beschluss, dass Mutter das machen soll, welche Befugnisse er im Einzelnen haben wird, ob er ein Apparat bekommt, ob er alles alleine machen muss. Ist nicht geregelt, sollte nachgeregelt werden. Das war jetzt mal die Beschlusslage meines Erachtens. Gibt es da noch nichts Neues? Also, ich weiß jedenfalls noch nichts Konkretes. Bitte? Jerzy Montag, Rechtsanwalt in München. Amen.
keine praktische Frage. Ich merke eben, wenn durch dieses Mikrofon gesprochen wird, dann versteht man das wunderbar. Während das Mikrofon dort ein nur ganz feines Bilder gibt, kann man entweder die Mikrofone tauschen oder es mal machen. Tut mir leid, aber das muss ich auch sagen. Ich habe eine Frage an Sie, weil diese Darstellung, dass die Sicherheitsbehörde auf dem rechten Auge blind seien, halte ich für einen Hohn. Was wir wissen, dass V-Leute systematisch auch über ausgesucht worden sind, die Migranten oder Farbige zusammengeschlagen haben, fast totgeschlagen haben, die wurden systematisch praktisch aufgebaut vom Verfassungsschutz. Gerade auch der ganze thüringische Heimatschutz ist durchsetzt von V-Leuten, die haben Gelder bekommen. Thilo Brandt tut damit angeben in der neofaschistischen Szene, dass er diese Gelder eben für den Aufbau seiner terroristischen Gruppierung arbeitet. Deshalb ist es für mich unerträglich, wenn wieder hier das so unkritisch dargestellt wird, als ob die Sicherheitsbehörden auf dem rechten Auge blind seien. Das halte ich für eine Lüge. Der ja gesagt hat, dass es die Problematik der V-Leute eben sei, dass man die rechte Szene dadurch erstmal mit Geld finanziert, dass man die Leute eher stärker macht, ist die natürlich eine Doppelagentenfunktion haben. Also diese Diskussion war auch permanent da und sie wurde eigentlich auch klar dadurch, es waren ja auch mal V-Leute-Führer da, als Zeugen in diesem parlamentarischen Untersuchungsausschuss, dass man diese Problematik nicht ausschalten kann. Man kann es nicht ausblenden, es ist ein veritables Problem. Die Parteien, die auf dem Verfassungsschutz bestehen, die auch wollen, dass der nicht nur als Bundeszentrale für politische Bildung arbeitet, mit ein bisschen Exekutiven, sondern die auch dieses V-Leute-System wollen, die merken diese Problematik auch. Die merken, denken halt, dann machen wir kurz Verzügeln, nehmen jetzt keine Schwerkriminellen und damit ist das Problem geregelt. Und da muss man wirklich mal gespannt sein, wie dieses Verfassungsschutzurteil Gesetz dann aussehen wird, wie die das wirklich in der Praxis umsetzen wollen. Das ist, glaube ich, schon ein sprengender Punkt, ja. Weitere